Was für ein Jahr 2020, ein wirklich verrücktes Jahr mit Höhen, aber auch sehr vielen Tiefen. Wir hoffen, ihr konntet die Feiertage trotzdem mit der Familie verbringen und ob über Videocall oder im kleinen Kreis. Ja, also dass ihr euch das Ganze so schön gestalten konntet wie möglich und auch die künftigen Feiertage natürlich noch genießen könnt. Es war ja ein, wie bereits gesagt, ein sehr verrücktes Jahr. Mit langen Wartezeiten in unserem Fall auf unser Tiny House. Wir möchten aber jetzt gar nicht mehr negativ werden, sondern in der Positivität bleiben und uns bei euch bedanken. Ja. Danke für eure Unterstützung, dass ihr uns bis heute auf unserer Reise begleitet habt, uns auch immer wieder Mut gemacht habt, wenn es mal nicht so gut mit unserem Haus und unserem Projekt lief. Oder wir den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr gesehen haben. Wir sind ja mit diesem Kanal auf über 12.000 Abonnenten gewachsen. Vielen Unfassbar. Dank dafür. Danke für eure Wertschätzung auch in diesem Jahr, die ihr uns habt spüren lassen. Auch seit neuestem auf finanzieller Ebene, also nicht nur immer toll in den Kommentaren oder mit euren Videobewertungen und Inspirationen, sondern dass auch einige von euch uns ein paar Euro überwiesen haben über unseren neuen PayPal-Spendenlink. Das wissen wir sehr zu schätzen, danken euch sehr, sehr, sehr dafür. Das war jetzt gerade auch zum Jahresende einfach total schön, das auch nochmal zu sehen und mit den kleinen Botschaften und Nachrichten. Also ja, einfach toll. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank aber auch an alle Tiny House Bewohner, die wir in diesem Jahr besuchen durften. Wir haben euch wirklich ins Herz geschlossen. Ja. Es war eine sehr, sehr schöne Zeit mit euch. Ich denke, die Vibes kommen auch rüber in den Videos. Das ist halt so cool, weil wir uns nicht nur oder wir euch nicht nur besuchen durften, sondern euch kennenlernen durften. Wir aus euren Erfahrungen unglaublich viel mitnehmen konnten für unser Tiny House und auch hoffen in den Videos für alle anderen von euch, das soweit zugänglich gemacht zu haben, dass jeder irgendwie auch davon profitieren kann und ja, aus unseren Treffen auch so ein Stück weit eine Freundschaft entstanden ist und wir uns alle schon riesig freuen, uns bald auch im nächsten Jahr wiederzusehen. Da laden wir aber ein, ne? Wir laden dann irgendwann zu uns ein. Alle warten ja schon ganz sehnsüchtig. Ja. Kommen wir zur letzten Nachricht. Wir haben ein kleines Weihnachtsgeschenk tatsächlich in diesem Jahr erhalten. Ja, wir wollten euch das nicht vor. Wir haben überlegt, ob wir darüber berichten oder nicht, aber... Doch. Und? Unser Tiny House ist da. Ja! Am 24.12. angekommen. Ja. Und und wir können es kaum erwarten, im Jahr 2021 euch natürlich wieder mitzunehmen auf die Reise. Wir machen ja jetzt weiter mit der Fußbodenheizung. Die Küche muss noch eingebaut werden und es muss noch einiges hier und da passieren. Also ich glaube, wir können es noch gar nicht richtig glauben und brauchen auch noch mal ein paar Tage und Wochen. Deshalb möchten wir uns jetzt auch übers neue Jahr nehmen, auch erstmal wieder uns reinzudenken. Wie war der letzte Stand? Was haben wir überhaupt alles geschafft? Und was steht jetzt an? Also wie unsere weiteren Schritte sind, das erzählen wir euch dann natürlich am 17. Januar, wenn es dann auch auf unserem Kanal mit den Videos weitergeht. Das heißt, wir haben jetzt 3 Wochen Pause, das sind drei Wochen, genau, Videopause. Das heißt nicht, dass wir nicht weiter drehen oder weiter ausbauen. Bleibt gesund, rutscht gut rein. Wir wünschen euch alles, alles Gute. Und bis 2021. So machen wir's. Tschüss. Bis dahin.